Komm zurück bei Final Fantasy VII, das Remake. Frontalangriff. Geht klar. Bin ich jetzt drin? Müde. Was wollt ihr? Lass mich mal. Das sollte reichen. Tschüss. Ja. Genug. Es geht wieder. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Weiter. Jetzt. Auf der anderen Seite ist es. Auf der anderen Seite ist was. Oh, guck mal da. Was bist du denn? Widerstand. Stehlen. Wir müssen Stehlen ja anwenden, um die... Okay, warte mal. Also, Verkettung. Achso, ich muss bei Cloud noch Stehlen reinmachen. Was ich rein in der Vision haben. Genau, hier lang. Das ist mein Job. Aber für mich gibt's auch was zu tun, oder? Nein, du bleibst auf der Strecke. Flieg! Wir fallen! Dann übernimm! An die Arbeit! Ha! Viel Erfolg! Ich mach das. Nachschlag! Los! Volle Konzentration! Nur ein Kratzer. Nicht mit mir! Das wird so nicht. Ich hab geschlafen! Das war's! Jetzt! Erst im Anziehen! Geht doch. Gute Arbeit! Seelenohrring. Warte mal, hat Eris gerade das Ding angewendet? Oh, hat sie wirklich. Jetzt einmal zurück. Ist da wieder eine Ratte? Achso, die hatten wir noch. Überlass das mir. Ich mach auch mit. Das Lustige ist, dass nur Eris was dabei sagt. Ich bin bereit. Dreck. Bring wir es hinter uns. Jetzt. Das war abzusehen. Okay, hier haben wir nichts. Alter, immer mit den Treppen hoch und runter. Ja.
Wir bräuchten mal was zum Hinsetzen. Sonst haben wir gleich ein Problem. Seht mal, geht es da etwa raus? Ja, aber da sind ein paar Viecher. Ich frage mich, ob sich der Wasserpegel irgendwie senken lässt. Ja, lässt er tatsächlich. Okay. Oh, seht mal! Im Keller der Bar ist auch so ein Steuerpult. Damit lässt sich der Wasserzulauf regulieren. Kriegst du das hin, Alleskönner? Wasserablauf. Das muss es sein. Ja, Problem ist, ihr müsst euch mal heilen. Weil keine Magie. Geht nicht? Scheint kaputt zu sein. Rote Leuchte, Verstopfung im Abwasserrohr. Mit der manuellen Pumpe Müllansammlungen herausspülen. Das habe ich in der Bar schon mal gemacht. Okay, ich gehe. Komm, Aris. Wir beide erledigen das. Cloud kann hier gucken, ob ein anderer Fehler angezeigt wird. Aber ich... Die Pumpe müssen zwei Gleichstarke bedienen. Wir sind gleich wieder da. Ach Gott. Ja, das mit der Pumpe ist zum Schrecken, zum Strecken. Die Pumpe ist doch etwas anders. Die in der Bar ist viel simpler gebaut. Also, Eris muss... Also los! Oh, was hab ich? Das wäre eine Katastrophe. Versuchen wir es nochmal. Oh, das ist doch ein Witz. Nicht so hektisch. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Nummer eins. Das war perfekt. So, nochmal. Bereit. Oh. Ja, ich muss ein paar Mal pumpen. Klappt mein Gott. Nicht, wie? Dann nochmal zwei. Hat doch geklappt. Ob es dafür beim ersten Mal eine Errungenschaft gibt? Oh mein Gott! Geschafft! Großartig! Komm, gehen wir zurück. Cloud macht sich sicher schon Sorgen. Damit ist das Wasser weg. Aber dafür stehen da ganz viele Viecher. Also hier hatte ich letzte Mal bei der letzten Aufnahme richtige Probleme. Weil die Viecher mich einfach getötet haben. Hat ja gut geklappt. Was hast du erwartet? Es muss also sein. Keine Chance. Zack! Zack! Ja! Hm. Nicht übertreiben. Überlass das mir. Jetzt zeige ich euch, was Na, ich kann. Gut. Könnt ihr gerne mal gucken, wenn Eris Eis macht. Los geht's! Verdammt! Ist kalt!
fliegt ja gleich vorbei. Ab mit dir. Danke. Oh. Entschuldige, es muss sein. Gerade noch so. Das hat geklappt. Nicht meine Schuld. Komm nicht dagegen. An die Arbeit. Komm schon. Ja. Na? Vorsicht, es wird ungemütlich. Na? Los geht's. Was? Hochschlag. Gebt mein Bestes. Ich glaube, dass... Der Kampf beginnt erst jetzt. Ja? Cloud, warte mal. Blitz und Donner! Verdammt! Ich bin ein Frosch, ey. Ich leg los. Kurz und schmerzlos. Achtung! Der ist für dich! Weiter geht's. Soll ich trotzdem nochmal... Das hört nämlich nicht auf gleich. Zu stehen ist, also, scheiß Dreck, sag mir nicht, ich muss den ganzen Weg normal laufen, nein, Mann, nicht. Ich zähl auf dich. Es geht los! Komm schon! Ups! Ha! Warm anziehen! Hab, ist ja gleich vorbei! Ja! Und los! Jetzt! Ja! Oh, zack! Ja. Flieg! Aha! Ha! Der ist für dich! Jetzt erst recht! Alles geben! Es dreht sich! Na? Ja, so kann ich. Aus hier! Ich gehe vor und sichere den Ausgang. Cloud! Wir machen es uns aber auch schwer. Wir schmecken nicht. Ungenießbar. Geht schon mal vor. Los. Ja. Du auch. Aber es sind zu viele. Kümmere dich um Aeris. Beeil dich. Ich warne euch. Ich bin verdammt stark. Cloud! Schnell! Hey, ich habe die Zähne abgeschlossen. Jetzt kommt. Ach, guck mal, da ist schon wieder was Lilanes. Was schön. Besser Stunde auf dem Friedhof. Brauchen die lange, um dahin zu fliegen? Der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad.
Jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Einen ganzen Sektor zu vernichten, aber schon. Naja, wer im Glashaus sitzt. Was? Sicher nur eine Patrouille. Los! Überleg mal, wann Reno Root abgeholt hat und wann wir die jetzt rüberfliegen sehen. Überleg mal. Also hier auf dem Geisterfriedhof bist du im Originalen, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde. Wir müssen mal gucken, dass wir da in das leere Teil kommen, was da steht. Das reinste Labyrinth. Die Leute nennen es Eisenbahnfriedhof und sammeln hier Schrott. Hinter dem Bahndepot dort liegt Sektor 7, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns da lang gehen, wo es beleuchtet ist. Beleuchtet? Da vorne. Lass mich doch runter. So, erstmal einmal gucken. Wie komme ich? Dahin, da hinten durch. Da hinten durch? Muss mal gucken, bei. Unheimlich. Wenn wir falsch laufen, kommen wir nicht mehr dahin. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer, auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Hier soll's spuken? Das sind sicher nur Ammenmärchen, glaube ich auch. Aber... Beeilen wir uns. Tut mir leid, ich hab's eilig. Was? Ich wollte gerade sagen, was greift uns denn jetzt an? Los! Jetzt muss ich mal eben gucken. Nicht, dass wir falsch gehen. Also hier dürfen wir nicht lang. Es ist voll hoch, weil wir nicht mehr zurückkommen. Das heißt, wir müssen einmal hier lang. Da hinten. Guck mal, da sind Kissen mit Kinderhändchen. So, wo ist die lila in der Kiste? Da ist sie. Für wen ist sie? Für Eris. Wir haben einen neuen Stab für Eris. Tiefer. Eris. 79 Dinger. Okay, ich will einfach nur wissen. Ah, alles klar. Drin? Warum steht da A? Den hat Eris doch nicht drin. Doch, den hat Eris drin. Warum hat sie den drin? Achso, bei der mehr. Okay. Ah, das ist der mit dem Dings. Okay. Immer gucken. Zwei zusätzliche Materie. Einmal. Zweimal. Dreimal. Den gebe ich gerne, Eris.
Aerith. Okay, gut. Ben. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr mit Aerith halten, dass sie diesen Stab kriegt. Oder aktiviert. So, einmal hier hoch. Den hätten wir nämlich verpasst, wenn wir da nämlich nicht lang gegangen wären. Weil hier bricht nämlich gleich die Treppe ab, deswegen kommen wir gleich nicht mehr zurück. Was war denn das? Er spukt. Darf ich? Lass dir mich jetzt mal... Hallo? Hallo? Jetzt jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein! Ist das alles? Dafür brauche ich zwei Dinger. Und los! Überlass das ruhig mir! Der ist für dich! Ist er fertig? Und los! Zack! Und hopp! Zack! Aber der zählte noch. Hast du die Kinderstimmen auch gerade gehört? Um die Zeit sollten hier eigentlich keine sein. Wer war das dann? Das ist auch wieder hier quasi, um das Game zu strecken. Ein bisschen. Klar, du läufst über den Depot, über das Depot. Aber das, was halt kommt mit den Geistern und alles und das ist gestreckt. Also es gehört nicht dazu. Ich glaube, das Monster, das dazu austauscht. Ich weiß nicht, ob das im Originalen auch da ist. Ach, halt die Musik von dem Bahnhof. So, jetzt bin ich hier raus. Muss ich mal gucken. Mal gucken, dass wir hier... Da kommen wir nicht rüber. Das ist eine coole Farbe. Beeilung. Jetzt kommen nämlich wir. Ich leg los. Bin ich jetzt drin? Zack! Der ist für dich! Raus und schmerzlos! Los geht's! Los geht's! Und los! Ja, yeah, jetzt müssen wir mal eben gucken. Da hoch? Oder hier rein? Da die schon mal hier hoch geht, gehe ich mal davon aus, dass hier noch was liegt. Wrong way. Ich weiß, dass das der falsche Weg ist. Ich weiß, dass das der falsche Weg ist, aber da liegt noch ein Item, was ich haben will, ihr Lieben. Also wir kommen immer näher, also noch ein paar Meter noch. Mal gucken. So. Ja. Geh doch mal runter von mir. Ich übernehme. Ja! Überlass das mir! Komm schon! Und los geht's! Eiskalt! Ich bin an deiner Seite. Ich hab keine Zack. Kraft mehr. Greif mich doch an!
Oh. Mal gucken, hier um die Ecke ist. Doch, hier in. Ah, guck mal da. Ein TP-Boost, yay. Ich glaube, jeder von denen müsste so langsam einen TP-Boost haben, hoffe ich mal. Hat jeder einen? Cloud hat einen. Aerith hat einen. Ja, sie hat einen. Barret hat keinen. Barret kriegt Gewitter. Warte mal. Barret kriegt aber Glut. Das ist Cloud seiner. Frost. Frost ist, glaube ich. Frostgit ist, glaube ich, gut. Barret kann Stehlen nehmen. Jetzt krachen wir ein. Immer hier krachen wir jetzt ein. Ich glaube, hier war das. Oder? Ja, hier krachen wir ein. Jo, krachen wir jetzt rein. Nanu? Seid ihr okay? Alles noch dran, glaube ich. Kein Problem. Guck mal. Come on! Ganz schön dreist. Folgt diesem Weg. Ist diese Nachricht etwa für uns? Mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Normalerweise musst du eigentlich noch hier durch die Gegend fahren mit irgendeiner Lok. Aber ich glaube, das kommt erst nachher. Wir haben das Bahndepot erreicht. Doch einen furchtlosen Bodyguard. Nicht wahr? Oder? Geister sind nicht mein Metier. Keine Ausflüchte, hörst du? Mach deinen Job. Aber nur, wenn ihr mich loslasst. Es hat überhaupt keinen Schiss und Tifa macht sich einfach fast in die Hose. Das Eisenbahndepot. Das Eisenbahndepot von Sektor 7. Was war das? Seht mal, da vorne auch. Hab ich dich? Na? Wollen wir reden? Hä? Zurück!
Nicht übertreiben. An die Arbeit. Ich leg los. Ja. An mit dir. Ja. Hoch. Und los. Los geht's. Also, da wollte es eigentlich nur mit den Reden. Was hast du? Warte! Was gibt's da bitte zu warten? Nun, also... Was zum... Junge, guck doch mal über euch! Alles okay? Vielen Dank, Cloud. Müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Hier ist echt nichts. Mich kriegt keiner unter. Dann übernimm. Es geht los. Überlass das mir. Na? Ja. Ja. Der ist für dich. Da haben sie uns eingesperrt. Dieser Zug fährt über die Flank von Sektor 7 zum Eisenbahnfriedhof. Ich finde, den Teil haben sie so richtig schön gruselig gemacht. Ohne Witz. Das haben sie echt gut gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.